Aus dem Bericht des Aufsichtsrats der Delivery Hero SE per 31.12.2019, und zwar dem Abschnitt zur Förderung der Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Die Gesellschaft legt unternehmensweit großen Wert auf Diversität und erarbeitet dabei auch die Beteiligung von Frauen in den Führungsebenen als einen wesentlichen Aspekt einer vielfältigen Mitarbeiterstruktur. Hört, hört, wie wird dieser Anspruch operationalisiert? Für die erste Ebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand für den Frauenanteil eine Zielgröße von, festhalten, 0% festgelegt. Für den Vorstand selbst folgendes. Der Aufsichtsrat hat für den Frauenanteil im Vorstand eine Zielgröße von, festhalten, 0% festgelegt. Woran das liegen könnte, erschließt sich eventuell aus dem nachfolgenden Satz. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass für eine Bestellung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft die bestmögliche berufliche und fachliche Qualifikation im Vordergrund steht und nicht das Geschlecht. Klammer auf, die Delivery Hero SE geht also zu 100% davon aus, dass mit einer Zielgröße von 0% es einfach nicht genügend qualifizierte Frauen geben kann, die einen Vorstandsposten bekleiden könnten. Der Absatz zum Vorstand endet auch folgendermaßen. Angesichts der derzeitigen ausschließlich männlichen Besetzung des Vorstands wurde die Zielgröße von 0% erreicht. Wir lernen also, dass gesellschaftliches Commitment und Zielerreichung bei der Delivery Hero SE ganz, ganz groß geschrieben werden. Was den Aufsichtsrat angeht, folgendes. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat auf, festhalten, 30% festgelegt. Dem Aufsichtsrat gehören derzeit 2 Frauen an, was einer Beteiligung von 33,3% entspricht. Der Aufsichtsrat hat damit seine Zielgröße erreicht. Betonung liegt auf seine Zielgröße. Aber woran könnte das denn liegen, dass im Vorstand eine Quote von 0% festgelegt und im Aufsichtsrat von 30%? Das ist eine gewaltige Lücke. Eine Antwort könnte sein, dass es eine gesetzliche Regelung gibt seit 2016, nämlich das Gesetz zur Gleichstellung der Frau. Diese schreibt börsennotierten Unternehmen in Deutschland vor, den Aufsichtsrat mit mindestens 30% Frauen zu besetzen. Für den Vorstand gibt es solche harten Quoten nicht. Dort können sich die Unternehmen die Ziele selbst festlegen, wie man da hier wunderbar beobachten kann. Das heißt, welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Also, einerseits kann es natürlich so sein, dass es tatsächlich nicht genügend Frauen gibt, die qualifiziert genug sind für die Delivery Hero SE. Und durch den Zwang des Gesetzgebers musste man leider 2 minder qualifizierte Frauen in den Aufsichtsrat hieven. Oder aber es gibt genügend qualifizierte Frauen, die sowohl einen Vorstandsposten als auch einen Aufsichtsratsposten besetzen könnten. Klammer auf, Studien legen das nahe, aber auch der gesunde Menschenverstand, Klammer zu. Und die Delivery Hero SE pfeift einfach auf die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau. Was uns dann zu der Frage führt, Frauenquote ja oder nein? Also ich weiß es beim besten Willen nicht.